Jetzt hier mal ein Geheimtipp, hier in Kagischak an der D400. Das ist so eine Parkanlage eingebettet. Hier vorne am gleichen Spielplatz für die Kinder. Dann hier so überall so eine kleinen hier überdachten Sitzplätze, ne? Wo auch mal ganz viele Leute sonst sitzen. Na, die Springbrunnen sind noch nicht an da hinten. Hier in dieser Parkanlage insgesamt war ich auch noch nicht rumgegangen. Aber mache ich nachher auch mal, ne? Hier vorne ist jetzt hier Parkplatz allerwärts, ne? Gut, da drüben ist ein Friedhof. Aber hier sind immer ganz, ganz viele Einheimische, ne? Also man hat hier Platz hier für sein Fahrzeug, man kann hierher fahren, ne? Hier und unten ist eine Beachbar, ne? Und da unten ist eine, hier Strand. Hier war ich vorgestern Abend schon mal hier mit hier Freunden und wir haben uns dann auch reingesetzt hier in so einen hier überdachten hier Sitzplatz und haben dann so ein bisschen Picknick gemacht. Und da unten hier, das sieht richtig gut aus. Bloß die Beachbar hat noch nicht auf, ne? Da ist noch nichts. Also hier der Friedhof, hier sieht man auch hier, wie diese hier Beerdigungskultur hier ist, ne? Ist ja im Mittelmeerraum hier sehr viel ähnlich, ne? Aber hier hinten raus, man kann es hier durch hier erkennen, hinter weiter, ne? Sind ganz viele auch ganz alte Gräber, ne? Wo die Steine zum Teil schon viel verwittert sind. Also das wäre so ein richtiges Idyll für Gruftis, würde ich sagen, ne? Die würden hier noch schlafen, die würden hier Zelte aufschlagen. Da war nur Spaß am Rande, ne? So, hier ist nochmal ein Weg, wo man nochmal mit dem Fahrrad hier lang fahren kann. Oder auch mit dem Moped. Ne? Hier ist die Beachbar. Und dann hier ist so der Strand. Also, heute ist recht ruhig. Wo wir vorgestern hier waren, da war hier alles voll mit Leuten. Nach dem Ankommen waren wir natürlich baden. Ne? Und hier ist auch hier... Liegen kann man sich ja mieten, ne? Wie das ist hier, ob man hier, wenn man was isst und trinkt, Liegenfreiheit habe ich gefragt, ne? Naja, er wollte erst 40 Liter haben, für zwei Liegen mit Schirme. Aber ich gesagt, Mensch, wir waren gestern im Cleopatra Beach und da hat so 30 Lira gekostet, ist ja wirklich so, ne? Oh, da sagt er, na gut, 30 Lira. Ne? Aber passt schon. So, damit ihr mal seht, wie groß diese ganze Anlage ist, ne? Hier die Hütten. Wir gehen bis da hinten hin, ne? Und dann da hinten ist die nächste Beachbar, ne? Bisschen größer. Da sind Toiletten. Gut, hier sind jetzt die Steine, hier mitten am Strand. Da der Bereich ist Sand, ne? Dann hier Steine. Hier da im Bereich sind auch Steine. Da sieht man auch kaum Leute baden. Aber hier jetzt, umso weiter man rumgeht, ne? Immer mehr ist Sand, Sand, Sand. Man geht hier im Sand rein. Ja, oh, man sieht auch viele Leute baden hier, ne? Und das ist schön, das ist richtig gut. Es geht gleich tief rein. Und hier, man sieht auch überall dann die größeren Geschwister, die Omas oder die Mütter, die passen auf ihre Kinder, ne? Und das Wasser ist ganz klar, also richtig herrlich klar. Man sieht dann im Wasser die kleinen Fische schwimmen und dann den Untergrund. Der Untergrund ist ziemlich felsig, aber ist ja tief genug. Aber man kann richtig tief gucken. Also wer so es liebt, so zu schnorcheln und sowas, ne? Also das ist hier Paradies für Schnorchler. Ne? So, hier sieht man die Einheimischen viel. Die haben selbst ihre Schirme, Sonnenschirme mitgebracht. Die haben dann bloß ihre Decken oder ihre Handtücher. Und dann hier sind sie so. Da drüben ist dann die nächste Beachbar, ne? So. Und hier jetzt so, denn hier die Beachbar, hier da, an der wir sind. Ne? Eine einfache Beachbar, aber gemütlich. Ne? Und hier sieht man sehr, sehr viele Einheimische. Das ist so ein kleiner Geheimtipp von Einheimischen. Ja Leute, jetzt fahren wir noch mal baden kurz. Ne? Jetzt wird abgetrocknet. Und dann hier geht es noch langsam wieder nach Hause. Ich will noch mal zum 82 Teile laden, also 82 Seli Bazaar. Das heißt eigentlich auch 82 Dienstagsmarkt. Ich brauche noch hier ein paar Sachen und oh, mal sehen, morgen ist ja Jami-Tag. Mal sehen. Jetzt geht es langsam dem Abend zu. Der Himmel bewölkt sich langsam. Ne? Aber es ist noch richtig eine herrliche, entspannte Stimmung. Ne? Die Menschen sind im Wasser, viele baden und auch so ist hier viel los. Ne? Ist nur. So wie es ausschaut, ab 1. Juni öffnen wieder die Cafés, Restaurants,
Bars, Bistros und so. Und dann ist das wieder schöner. Hätte ich bald vergessen, der Inhaber hier von dieser Beachbar, ne, der spricht Deutsch. Also hier sitzen auch öfter Deutsche. Ne? Tatjana sagte mir, dass hier eigentlich hier in der Beachbar mehr sich die Deutschen aufhalten, wegen Essen, Trinken. Die Einheimischen, die bringen ja in der Regel alles mit. Und er spricht Deutsch. Als ich mit ihm verhandelt hatte, wegen dem Preis von den Liegen, habe ich auch Deutsch mit ihm gesprochen. Also jetzt zieht sich das immer mehr zu. Auf einem Wolken. Die Sonne hat sich auch schon ein bisschen verzogen. Also schönen Sonnenuntergang werden wir heute bestimmt auch nicht sehen. Denn hier hinten rüber nach Alanya, ne, man sieht hier Mammutladen Skyline. Ja, ist alles bewölkt. Ja, ist jetzt nach 18 Uhr. Ne. Da kommen langsam auch Wolken hoch. Und oben in den Bergen sind doch ja auch schon überall Wolken. Leute, jetzt ist hier vom Strand der Abschied gekommen, ist schon nach 6 Uhr. Und die Hunde warten. Ja, wir wollen nochmal, wie gesagt, zu diesen 82 Teileladen hin. Ich brauche doch noch ein bisschen was. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. So einen kleinen Einblick hier. Die Vielfalt, ne, dass man auch sieht hier die Vielfalt hier im Strandbereich. Ne. Ich denke mal, nächste Zeit werde ich nochmal nach Kessel fahren. Dort an der Beachbar in dem Bereich. Mal schauen. Ne? Also, falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Und genießt das Leben. Ich weiß, in Deutschland ist es nicht so einfach, aber hier kann man das Leben so richtig genießen. Einfach schön. So, bei diesem Blickwinkel hier bekommt man mal einen Einblick, wie tief das geht, das Gelände da. Ne? Da sind so Palmen, Wiesen, da sitzen ja auch oft welche mit hier so Decken und sowas. Ist einfach schön hier. Und hier, wie gesagt, da hinten geht es dann noch zu der anderen. Na, die Dame mit dem Fahrrad erstmal vorbeilaufen lassen. Und da sieht es eigentlich auch ganz gut aus.